Willkommen zurück. Ach ja, was soll ich sagen? Ich bin traurig, wir haben ein Rennen verloren. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bin so am Boden, dass ich erstmal ordentlich rumballern muss. Fangen wir ganz gechillt an mit einem kleinen Gangkrieg. Danach mal schauen, dann machen wir eine Mission, würde ich sagen. Wir haben ja noch ein paar Auftraggeber. Hallo? Hallo? So sagt man Hallo als Biker. Den Polizisten sage ich nicht Hallo. Ein bekannter Anrufer, der schon wieder. Mr. Clevitz, how are things? Wer ist da? Fuck off, man. You know, Johnny, you should have thought about being more forthcoming earlier in our relationship. As it happens, others in your fraternity are not as loyal as you. Ach, das ist dieser FBI-Typ, oder? You're about to see a close friend on the witness stand. Time's up, Johnny. I'll believe it when I see it, you tight-ass prick. Adios. Tch, wer soll das sein? Hey, lasst mich hier hin, ich muss ballern. So, Jungs, kommt ran. Lost forever. Let's fucking do it. JK, let's go find those lunatics and educate. Okay, können wir machen. Im Erziehen bin ich ganz gut. Oh, hupt hier nicht so rum. Habt ihr noch nie Biker gesehen? Die haben hier Vorfahrt. Muss ich hier hoch? Muss das unbedingt sein? Ich freue mich schon gar nicht so hoch oben. Wer höher fährt, der kann tiefer fallen. Dram, dram, dram. Verkehrschaos! Ah! Verkehrschaos! Ah! Ah! Hilfe! Verkehrschaos gut und schön, aber nicht, wenn es mich trifft. Verkehrschaos. Verkehrschaos. Dann nicht. Suche ich mir halt. Halt, stopp. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Wir fahren hier sofort runter. Weil hier irgendwo diese Penner hocken sollen. Ach, da unten fahren sie rum. Ich nehme mir mal eine Brrp-Waffe. Weil eine Düpp-Düpp-Waffe, die bringt hier nicht so viel. Ich habe ja auch gar nicht mehr so sehr viel Lebensenergie. Da möchte ich lieber mal ein bisschen was tun. Ein bisschen was tun, um das... Ich hätte hier reingemusst. Nicht so, sonst kriegst du... Ich hätte hier reingemusst. Warum fährst du mir rein, Mann? Ich bin hier der Boss. So, wo sind jetzt die Gegner? Meine Waffe wird kalt. Das ist nicht gut. Ah, aha, ah, aha. Das war schön, das war schön. 10 von 25 Gangkriegen. Und wir fahren jetzt rüber zur Ashley, würde ich sagen. Mal gucken, was die zu tun hat. Schreibe ich nicht an. Zehn Gangkriege erledigt. Abgesägte Schrotflinte jetzt im Versteck zu finden. Ah, man kann hier sogar Waffen freischalten. Wir haben 10 beendet. Jetzt haben wir hier so eine richtig schöne abgesägte Schrotflinte. Die können wir uns im Versteck abholen. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Wir haben ja genug Muni. Aber gut zu wissen, dass man sowas freischalten kann. Oh, was willst du immer? Du schlägst deinen eigenen Bruder. Ich bin schockiert, Johnny. Lass uns bald Revanche-Rennen fahren. Ja klar, schlage ich dich, wenn du im Weg bist. Romans Holiday. Oh. You're here. You're here, old man Johnny. What's the matter, Sugar? Oh, Johnny, I fucked up. I fucked up real bad. What'd you do? I messed up, baby. Promise you won't be mad? Why? What'd you do? I'm an addict. I need help. What the fuck did Was? You do? You must be Johnny. Who are you? Yeah. My name is not important. What is this? Your woman here owes Dmitry Raskolov. Oh, ich hasse Dmitry. Okay. We need you to do us a favor. What? We need you to kidnap someone for us. Well, I'm not in the kidnapping business, dude. And I'm not in the dude business, dude. You either do it or Junkie gets killed.
Not difficult decision, even for a man stuck in 1960s time warp. Arschloch. It's easy. You grab him and deliver him to warehouse of Lampok in Bohan Industrial. And this will pay off her debts? Well... Jetzt müssen wir Roman entführen, kann doch wohl nicht wahr sein. Der tut mir jetzt schon leid, ich mochte den immer. The name of the man we want is Roman... Roman Belek. Yeah. He runs a cab business, but hangs around some backroom gambling place on Dillon Street in Shotler. I got it. You find him. You take him. Now, run along. Ashley, you gotta stop fucking things up. Fuck. Oh ja. Naja, wir haben keine Wahl. Entführen wir halt Roman, warum auch nicht? Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das anstellen soll. Ach, wir rufen Morg an. Wir kriechen also ein bisschen Unterstützung von Morg. 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 I need to snatch some guy named Roman Belek. Runs a cab for in debt to some Russians. You down? I'll pay. Alright. I'm up on Y in Norwood. See you in a minute. Alles klar, ich danke dir. Die sind echt was wert. Das sind echt gute Freunde. Ich kann die auch ganz gut leiden. Die sind lustige Kerle, die haben guten Humor. Die haben Humor, wie ich ihn hab. Arschig, asozial, nutzlos. Selbstbeleidigen macht Spaß, Leute. Solltet ihr auch mal probieren. Aber schlagt euch dafür nicht zusammen. Also wenn ihr nichts abkönnt, dann beleidigt euch nicht. Sonst kriegt ihr Ärger mit euch. Yeah! Ich sitze auf meinem Motorrad und fahre durch die Stadt. Ich suche nach meinem Kumpel, dann geht die Scheiße ab. Wir entführen einen Fettsack mit einem Mädchennamen. Ach nee, Roman ist kein Mädchenname. Aber ich kannte mal ein Mädchen, das hieß Roman. Ein Mädchen mit einer Nudel. Oh Mann, was habe ich für Ideen? Hilfe! Miau. Vorsichtig, nicht sterben. Nein, nee. Wo geht denn das hier hin? Nicht sterben, Peter. Nicht sterben. Ah! Halt, stopp! Nicht sterben ist eine Sache, viel Essen haben eine andere. Hotdog, Mensch, gib mir was zu essen, sonst kriegst du meinen Schläger ran. So. Oh. So, wo bist du? Hallo. Ich muss nur schnell einen Hotdog-Mensch verprügeln, tut mir leid. As a matter of fact, it did. Told me I was gonna meet some 1950s looking motherfucker who preferred rusty oil dripping junk to high-tech precision machinery. Rusty oil dripping American junk. Bitch, please. Your patriotism is making you ignorant. Anyway, we're gonna go grab somebody. We need four wheels. I got that. Alright, alles klar. But I'm driving the cage. Now you sure you know how? Watch and learn, my friend. Lern lieber nicht. Ich fahr nicht so gut. Dadam, dam, dadam, dam, dam, dam. Da steht Motorrad. Ach, scheiße, das war meins, ne? Ah. Fahr zur Spielhölle. Können wir machen. Tja, Roman. Mein dicker Schnuller. Das werde ich dich holen. Keine Ahnung, Hauptsache wir haben ihn. Er hat ein paar Spielschulden und ich kenne da noch jemanden, der hat ein ziemliches Problem mit Dimitri, ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Bulle! Oh Mann, das musste jetzt sein. Es tut mir leid, es ging nicht anders. Das musste jetzt einfach. Ich bin krank. Ich bin ein kranker Mensch, ich gebe es zu. Wie kriege ich die Polizei jetzt wieder los? Ich bin einfach nur ein bisschen reingefahren, mehr nicht. Seid nicht so nachtragend.
Oh Mann, war das schön. Ah, da vorne ist schon wieder ein Cop. Wann ist der Stern weg? Jetzt. Und wir sind auch noch auf der richtigen Brücke. Das ist gut, das ist gut. Schlampengestank. Was zur Hölle, benimm dich? So was sagt man nicht. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass hier auch Frauen zuschauen? Die fühlen sich durch sowas vielleicht gekränkt hier. An alle weiblichen Zuschauer, mach das Schwein fertig. Jetzt bleib doch mal ruhig. Wir holen den einfach ein Gutes. So, ich bin da. Halte nach Roman Bellig Ausschau. Der könnte wieder in einem Kofferraum sein oder in einer Mülltonne. Okay. I'm hoping he ain't too good at poker. Hell, if we're here because of his debts, he can't exactly be the buffet car. Almighty will judge the man. Yeah, man. Was geht ab, Star? Oh, es geschieht was. Let's get him. Tut mir leid, Roman. Hello. Hey, old man, how you doing? Please, gentlemen. The men in there just took my money. I can't get robbed twice in one day. What do you want? The shirt off my back? Come on! We're not robbing you. We're taking you. Oh, no. The chips have been cashed, Chubby. No! Wait! Get in there! Somebody! Shut stop. Up! Shut up! How badass! So abhauen. You're one in Bowhand, fatty. So, mein kleines Dicker, schön. Ich kann dich eigentlich leiden, ne? Aber ich muss es tun, es tut mir leid. Ich sag dir schon mal, dein Freund wird dich befreien. Dein Kassel wird dich befreien. Vertrau auf ihn. Hört auf, so gemein zu dem zu sein. Entschuldigung. You mean he's like trying to bribe us? Yeah. I hope he knows that you and me are men of integrity, Mal. Oh, hoffentlich geht das gut. Get back here. Have a nice day. Ah, ah. Steig ein. Steig ein, mein Auto hält nicht viel aus, du Sau. Steigst du jetzt ein? Ich tue, was ich kann. Gebt mir ein bisschen Zeit. Und ab. Blöder Roman. Haut dir einfach ab. Wieso konnte der überhaupt aussteigen? Wieso hast du den nicht gefesselt, Mann? Wozu bist du Nütze? Wozu habe ich dich mitgenommen? Kein Nutzen, dieser Sack. Oh, oh. Scheiße, der kriegt uns. Boah, mein Auto hält nicht mehr so viel aus. Ich kann nicht mit euch spielen. Ich darf doch mal hier durch, ne? Ich will ja nur hier hoch. Ich tue auch niemandem was. Ich bin doch voll freundlich und so. Habt ein Herz für mich. Ich bin nur ein armer, kleiner, erpresster Kerl. Der hier nicht hoch kann und sein Auto gleich Schrott macht. Hallo? Kommt schon, Leute, ihr könnt mich hier nicht finden. Yeah. Oh Mann, das war echt eine Scheißnummer, Roman. Lass das, wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Mann, halt die Klappe, Nico wird kommen und dich befreien, ich weiß das. Grrr.
This is one screwed up, dumb, redneck motherfucker. Oh, Lord. And now listen, I do mean motherfucker in the most literal sense. Serious incest motherfucker. What the fuck? The ass with a barbed wire dick would be a pleasure for this man. Gib mir all die Frauen, was zur Hölle. So, da wären wir. Paket abgeliefert. Und ich würde auch sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! Not such a tough guy, eh? What is all this fuss about his cousin? Listen, buddy. Ashley's square with you now. So do me a favor. Go easy on the fat man. I've seen some of the bodies you people drop into Humboldt. Easy, Johnny. You saw the shit stains in the back seat? He's scared enough. What happens to this shithead is none of your concern. You come with me. Shit, Johnny. Yo, I gotta bounce. Be easy, man.